Sie sitzen in Dortmund zum 200. Mal als Bundesliga-Coach von Freiburg auf der Bank. Also es ist ein Jubiläum, ein schönes. Wie ist das für Sie was Besonderes? Erste und zweite Liga. Nee, nur Bundesliga. Nur Bundesliga. Ja, wirklich? Ja. Ohne Frankfurt und... Sie sind mit, aber da waren Sie ja Coach. Also ach so, da werde ich als Coach. Mhm. Tja, 200 Mal. Ist nicht so wenig. Also für mich jetzt. Aber klar, für den Thomas Schaaf ist es wenig. Und für den Friedhelm Funkel auch. Ist immer relativ. Ja, also mir kommt es natürlich, wenn ich mir überlege, dass man 200 Mal Bundesliga spielt und. Ja, okay, gut. Das war halt jetzt die letzten Jahre meines Lebens so verbracht. Es hätte blöder kommen können. In Dortmund müssen wir an der absolut obersten Kante spielen, dass wir extrem schnell sind im Kopf. Also es muss sehr, sehr schnell gehen, wenn die Dortmunder dann anspielen und Marco Reus lässt den Ball über seinen Riss drüber laufen in die Mitte. Der wird angespielt mit dem Rücken zum Tor und lässt ihn da rüber laufen. Die wissen schon, der nächste spielt quer. Das ist schon... Wenn der Ball von Marco Reus über den Rist laufen lässt, muss schon in dem Moment, wo er weggeht, schon 2 Meter wieder weiter hinten sein, damit er den Raum schließt, wo er reinlaufen lässt für den Mittelstürmer, der dann wieder klatschen lässt. Und dann geht es zur Seite, zu Sancho und so. Wir müssen extrem schnell sein im Kopf und mit den Beinen.